5000 Quadratmeter misst das Ausgrabungsfeld. Mehrere Tonnen Erde sind bereits abgetragen, darunter das verschollene Heiligtum. Ici, nous sommes sur les fondations de la façade du portique. Il faut imaginer qu'il y a des colonnes ici à chaque 2-3 mètres. Donc, le portique s'ouvre vers le west, donc vers la cour intérieure du sanctuaire. Die griechische Gottheit ist den Schweizer Forschern wohlgesonnen. Unversehrte, über 2000 Jahre alte Vasen gibt die staubige Erde frei. Dass die Forscher wirklich den Tempel der Artemis gefunden hatten, beweisen diese Tonscherben. On peut lire maintenant Artemidos. C'est vraiment la grande fête. J'ai dit, en fait, enfin, nous avons la preuve qu'on est dans ce sanctuaire d'Artemis. Die eigentliche Entdeckung machte dieser Mann. Sein ganzes Forscherleben hat Dennis Knöpfler dem verschollenen Tempel der Artemis gewidmet. Nach 50 Jahren fand er bei dieser Kapelle die ersten Indizien. Tous les blocs que vous voyez réutilisés dans cette façade d'église byzantine proviennent à coup sûr du sanctuaire. Comme cette colonne à 20 cannelures, cette colonne dorique, elle est un type. Zurück am Ausgrabungsort, wo die Artemis viele Geheimnisse weiterhin verborgen hält. Den eigentlichen Tempel und den Altar in seinem Innersten müssen die Schweizer Forscher erst noch finden.